So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats hier auf dem JFD Guidance Desktop. Der Risikohinweis kann jeder selber kurz lesen und dann geht es auch schon zu den Analysen. Nachbörslich hat jetzt Alphabet und Amazon Zahlen gebracht. Alphabet plus 4-5% nachbörslich. Amazon erst minus 1-2%, jetzt glaube ich erstmal unverändert. Mal schauen, was da die Analystenkonferenz noch so von sich geben, die Analysten an der Konferenz. Hier habe ich jetzt heute noch erstmal die Setups, die jetzt hier im Stream vorgestellt wurden. Hier war jetzt, ja, ich habe es ja im Video erwähnt, im Text noch geschrieben, eigentlich bis Freitag waren die Limits dran. Ich habe sie dann auch rausgenommen. Ja, hier das Short Limit war das absolute, ja, hätte, wenn und aber. Hier Höchstkurs 1-2 Punkte über dem Short Limit, wäre also definitiv auch ausgeführt worden. Und das war der absolute Höchstkurs. Das ist jetzt hier, ja, hier gab es einfach eine Vormittagsrallye und das war es dann wieder. Ja. Und die habe ich eigentlich nicht wirklich auch dran geglaubt, dass die noch stattfindet. Das Gap ist hier noch nicht ganz geschlossen gewesen. Und ja, dann fast auf Tagestief tief den Tag dann beendet. Nachbörslich sieht es viel besser aus. Dank der Wall Street steht er rund 60, 70 Punkte oder hier sogar ja 80 Punkte höher. Aber da jetzt ja Japan die BOJ tagt, werde ich jetzt hier am Abend keine Prognose für den DAX abgeben. Die Deutsche Post, wie man es jetzt hier auch sehen kann, brauche ich jetzt nicht nochmal öffnen, läuft gut, wurde der Stopp nachgezogen. Australischer oder kanadischer Dollar war hier 1R im Plus, auch da das Setup dann eben oder das Update gepostet an der Stelle. Ja, ins Minus sollte niemand rutschen und möglicherweise, ja, hier hat jemand auch schon verkauft. Das Short Limit im oder das Stop, die Stop Sell Marke ist hier Gott sei Dank nicht aktiviert worden. Er bleibt hier in dem gelben Kanal. Das ist jetzt hier morgen auch erstmal passé. Also das werde ich jetzt hier nicht. Wenn es morgen wirklich hier runterrattert in der Nacht, dann gibt es sicherlich einen Rücklauf und den kann man dann shorten. Noch WTI war auf der Watchliste, habe ich doch auch schon hier geöffnet. Allerdings geschrieben, dass man hier eine Umkehrkerze braucht, entweder in der unteren Zeitebene oder auf Tagesbasis. Dies jetzt, hat jetzt nicht stattgefunden. Jetzt sieht es eher aus, als wird das hier nach unten durchgereicht, der Ölpreis. Aber die Optionen nach oben sind noch da. Deswegen der andere Fall erstmal auch nur grau. Wer natürlich schon irgendwo oben short eingestiegen ist, kann natürlich die Gewinne laufen lassen. Aber das war jetzt hier kein Setup auf diesem Kanal. Hier zigmal erwähnt, man sollte hier die zweite Position verkaufen. Ich habe es jetzt hier drin gelassen. Allerdings eben ja hier wegen 30 Punkten nicht ausgeführt oder 35. Das war eben ärgerlich. Der Nikkei, da wird es heute Nacht sehr volatil zugehen. Das Kauflimit, wer es drin hat, kann es drin lassen. Das sind hier rund, ja, 400 Punkte. Im Extremfall kann der auch gleich hier, ja, sagen wir mal, eher die Extremlimits kann man auch nochmal 200 Punkte nach unten setzen, wer nicht wach ist. Also hier kann sich das auch einiges nach unten ausdehnen, schnellen Ausverkauf. Den Stopp aber natürlich dann beachten, so entweder direkt oder auf Schlusskursbasis. Also das ist dann wirklich, wer da zocken will, dann ist es auch ein Zock. Dementsprechend muss man auch gefasst sein und reagieren können, entweder händisch oder auch
Per Limit. Hier gibt's nichts Großes weiter. Netflix lief fast so gewünscht. Brennt es natürlich dann auch nach unten durchgegangen. Das ist grau, das ist nicht aktiviert gewesen. Deutsche Post hatten wir schon. Apple ist ja exakt in den Bereich reingelaufen heute. Das sieht man auch wieder am Kursziel. Hängt der oder beziehungsweise übersteigt die Aktie? Nee. Heidelberg Zement kommt heute wieder für den DAX-Wert. Denke mal, jetzt ohne dass ich jetzt die Nachrichten geschaut habe, ohne Nachrichten nochmal schön ansteigen. Sind jetzt hier vom Einstieg, was bei 71 stattfand, im Hoch fast 74, sind zwar nur jetzt 3 Euro, aber bewegt sich auch dementsprechend ja nicht besonders viel. Und für, ja, man muss ja auch immer sehen, wann meine Analysen kommen, und es geht ja fast meistens direkt hoch. Also hier kam keine Analyse von mir, hier nicht, erst hier. Also ich meine, das ist dann schon auch für mich selbst überraschend, dass es immer öfters so klappt. Bei Volkswagen war ja hier das Ziel so gut wie abgearbeitet. Also wer da nicht verkauft hat, gibt es da nicht weiteres zu sagen. Hier den Gold- und Silberpreis ging auch ebenfalls von einer gewünschten Unterstützungszone nach oben. Hier sagte ich, wird wahrscheinlich schwer, unter die 20 US-Dollar zu fallen. Da kam eben noch die Korrektur. Bislang sehr bullisch. Bleibt alles beim Alten. Schauen wir noch das, der Euro gegen das britische Pfund an. Ist auch im Plus. Wer hier unten dann wirklich zugeschlagen hat, ja, sind auch über. Jetzt vom absoluten Tief bis zum Hoch wären es 200 Pips, geht man hier ein Stück höher, wo auch eingezeichnet ist. Man muss ja nicht ausgehen, dass man das Tief sowieso erwischt, das ist eh unrealistisch, aber die Zone war eingezeichnet. Wer da was platziert hat, hätte ausgeführt werden können. Und hier im Hoch 150, 130, ja, 140 Pips und aktuell 100 Pips im Plus. Was will man mehr? Das war's. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.